dass anständige Schwerarbeiten Amerikaner wie mein Dad von Sozialparasiten umgelegt werden. Was hat das mit dem Mord an Ihrem Vater? Weil mein Vater bei der Ausübung seiner Pflicht erschossen wurde. Weil er in so einem scheiß Niggerviertel den Feuer löschen wollte, statt sich einen Teufel drum zu scheren. Das reicht jetzt. Einfach erschossen von einem beschissenen Drogendealer, der wahrscheinlich immer noch Sozialhilfe kriegt. Das reicht. Vor 3 Jahren landete ein Junge namens Derek Vineyard ins Gefängnis wegen Mordes an 2 Autodieben, die seinen Wagen stehlen wollten. Ich hasse jeden Menschen, der kein weißer Protestant ist. Warum? Sie behindern nur das Vorankommen der weißen Rasse. Und diese Sachen passieren noch nicht irgendwo auf der Welt. All diese Sachen passieren noch nicht irgendwo, wo wir sowieso nichts dran machen können. Das alles passiert hier, genau in unserem Viertel. Das passiert in dem Gebäude hinter euch. Wir haben hier eine ganze Akte über Skinheads. Gehören die alle zur selben Gang? Zur Venice Beach Gang. Ja, hier kommt mir bekannt vor. Ja, aber der sitzt gerade in Jugendhaft. Das ist CC. Mhm. Ist er das? Ja, ganz genau, das ist er. Das hier ist nicht mehr unser Viertel, das ist ein Schlachtfeld. Wir stehen heute Abend auf einem Schlachtfeld. Entscheidet euch. Wollen wir uns raushalten und weiter zusehen? Brav zusehen, wie unser Land ausgenommen wird? Scheiße! Oder raffen wir uns auf und unternehmen was dagegen? Ja, natürlich! Und wie wir was unternehmen? Siehst du das? Das bedeutet nicht willkommen. Amerikanische Geschichten X.